Sie ist so ein bisschen das Aushängeschild der Bundesliga-Frauen. Christine Dehmann ist die erste Hoffenheimer Nationalspielerin. Aber vor allem steht die 22-Jährige für die Philosophie der TSG. Anfang des Monats verlängerte die Abwehrchefin ihren Vertrag vorzeitig um ein Jahr bis 2017. Ich habe jetzt zweieinhalb wirklich schöne Jahre hier gehabt und mich, denke ich, auch und die Mannschaft gut entwickelt. Und glaube auch, dass ich hier die gute Voraussetzung habe, mich weiterhin zu entwickeln, und weiß, dass ich hier auch jegliches Vertrauen vom Trainerteam und auch von der Mannschaft bekomme. Und auch im Hinblick von der Nationalmannschaft auf die Turniere, die jetzt anstehen, glaube ich, dass ich hier mich mit aller Ruhe weiterentwickeln kann. Mit Möglichkeiten, die vielleicht nicht so groß sind wie bei dem ein oder anderen Top-Club hierzulande. Vor ein paar Wochen hatte ein großer deutscher Verein sein Interesse angemeldet, wollte Dehmann aus dem Kraichgau loseisen. Vergeblich. Das ist natürlich reizvoll, wenn man dann Anfragen hat, wo man auch weiß, da geht es auch um Titel. Ich sag mal, bei der TSG weiß man ja, dass wir im Mittelfeld uns da etabliert haben und um die Plätze hinter den Top-Mannschaften kämpfen. Und von daher ist es natürlich sehr reizvoll und schmeichelt einem auch. Aber letztlich hat dann doch die sportliche Situation aufgrund der, gerade auch der Nationalmannschaft, den Ausschlag gegeben. Als Dauerbrennerin hat Christine Dehmann mit starken Leistungen die Aufmerksamkeit von Bundestrainerin Silvia Neid auf sich gezogen. In bisher 56 Bundesligaspielen verpasste sie keine Minute. Auch weil sie heute besser auf ihren Körper aufpasst. Also ich habe jetzt die Zeit eigentlich ohne Verletzung gut überstanden. Immer mal vielleicht kleine Wehwehchen, aber nichts Dramatisches. Das ist immer die Basis. Ich kenne es ja von damals schon mit zwei Kreuzbandrissen anders. Von daher ist es für mich absolut wichtig, fit zu sein und den Körper auch gut zu pflegen, dass ich da jedes Spiel auf dem Platz stehen kann, wo natürlich auch das Vertrauen der Trainer zu zählt, die ich hier bekommen habe. Und deswegen bin ich ganz glücklich, dass es so gut läuft. Für ihr Psychologiestudium büffelt Dehmann in der fußballfreien Zeit oder im Bus bei Auswärtsreisen. Apropos, wie sieht's denn mit Reisen aus? Vielleicht mal nach Rio de Janeiro? Ich hoffe, dass ich da im August hinfahren darf. Es ist natürlich ein harter Kampf um die Plätze. Ich glaube, jeder will dabei sein. Olympia ist ja für jeden eigentlich ein Riesenereignis. Und wenn man jetzt mal dabei war, man hat natürlich Blut geleckt und will dann dabei bleiben. Und deswegen versuche ich, mich weiter im Training zu entwickeln, in den Spielen zu zeigen und mich dann letztlich für ein Ticket zu empfehlen. Damit zu den bisher zwei Länderspielen noch viele weitere hinzukommen und vielleicht ja auch der ein oder andere Titel. Aber das ist Zukunftsmusik. Für Christine Dehmann zählt jetzt erst einmal die Bundesliga-Rückrunde mit der TSG.